Ja, hallo, lieben Christian Schmeier, Coach, Paartherapeut. Ja, arbeite auch im spirituellen Bereich, teilweise Hamburg-Berlin in der Nähe von München. Diesmal Videoblog. Und heute mal ein bisschen anderes Thema, vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Also, ich interessiere mich ja tierisch für Spiritualität, macht da auch viel mehr so, als da so sichtbar ist nach außen, hatte auch so meine Erfahrungen und hatte auch Visionen und ich weiß nicht was. Aber gut, das ist so, macht das sehr für mich halt. Und ja, so ein bisschen Steckenpferd und mein zweites Buch ging auch schon sehr in die Richtung. Wobei es mir immer halt immer wichtig ist, dass es immer, ja, für mich ist das einfach auch ein Bereich, den man genauso erforscht wie andere Bereiche auch, und für mich ist immer wichtig, dass ich, ja, dass es irgendwo auch in der Nähe bleibt, so psychologischen Sachen. Also ich finde halt diesen Grenzgebiet zwischen Spiritualität und Psychologie finde ich halt extrem spannend und hilfreich. Und ja, ich glaube, es wird auch, also man sieht ja jetzt schon, dass es immer mehr wird, das Thema Spiritualität immer mehr zunimmt und ja, quasi viele Sachen auch sag ich mal, Selbstliebe-Memes oder so leicht spirituelle Memes sind ja auch Standardrepertoire bei vielen Influencern und ich weiß nicht was. Und ja, aber natürlich gibt es da auch Probleme in den Bereichen, weil es halt so viel zunimmt und ich echt Probleme sehe, die ich wirklich, eigentlich finde ich immer, habe ich immer keine Lust, da was so zu sagen, aber ich finde ein paar Sachen wirklich so unangenehm mittlerweile, dass ich dachte, boah, da muss ich wenigstens mal meine Meinung zu sagen. Also ich gehe erstmal immer davon aus, dass jeder, egal was er da produziert oder rausgibt in dem Bereich, dass er das nach bestem Wissen und Gewissen macht, ja, auch niemandem schaden will, aber ist ja auch egal, will da auch niemand speziell. Aber ich sehe einfach so Tendenzen manchmal, die ich wirklich sehr problematisch finde, und wir leben nun mal in unsicheren Zeiten, es ist wirklich totales Chaos überall und ja, die Menschen suchen halt irgendwie, und ja, muss man halt irgendwie, das ist auch eine Verantwortung, sag ich mal, ne? Ich mache mal gerade noch so ein Bildschirm hier, das ist eine Verantwortung, und da muss man eben auch gerecht werden, so, ne? Ja, also ich meine, was ich schon ein bisschen schwierig finde, ist diese ganzen, aber das ist Petitesse, also diese ganzen Selbstliebe-Memes, wenn die dann kombiniert werden mit, ja, es ist Körperlichkeit inszeniert wird auf Instagram und weiß ich nicht, wenig bekleidet und, ja, keine Ahnung, ja, wisst schon, was ich meine, und dann gleichzeitig irgendwie am besten noch ein Post über, Body Positivity und guck mal, ich habe ja auch eine Falte, wenn man eigentlich einen makellosen Körper hat. Also gut, das ist aber eine andere Sache, das soll uns heute nicht interessieren. Das finde ich auch schon mal ein bisschen problematisch. Aber was ich heute gerne mal sagen würde, ist, wenn wir spirituelle oder auch religiöse Angebote haben, egal ob das jetzt kirchliche sind, ob das jetzt Sachen sind auf Social Media oder im Internet, spirituelle Angebote, aus meiner Sicht machen die nur, wirklich nur einen Sinn, wenn damit eine Hochschwingung einhergeht. So, weil, also es gibt ja immer, schreibe ich auch gerade in meinem neuen Buch viel drüber, diesen Weg von 3D zu 5D. Nee, 3D sind eigentlich Täter-Opfer-Beziehung, ist der ganze toxische Scheiß. Und 5D ist weg vom Ego, höher schwingende Beziehung, überhaupt höher Schwingung, mehr in die Liebe gehen, weg vom Ego. Können wir auch nochmal an einem anderen Punkt nochmal mehr drüber machen. So, und wenn ich jetzt ein spirituelles Angebot mache, dann muss dieses spirituelle Angebot weniger Ego enthalten als das übliche Ego. Und muss eine Höherschwingung enthalten. Und eine Höherschwingung heißt, ich werte nicht. Höherschwingung heißt also, 3D ist Spaltung, 5D ist Einheit. Ich werte nicht, ich spalte nicht. Und ich verschärfe nicht niederschwingende Emotionen von Schuld, Scham, Angst und so weiter. Irgendwie so, ne? Sonst ist für mich ein spirituelles Angebot,
irgendwo wertlos, ne? Also, weil den Scheiß haben wir doch sowieso schon überall. Dann kann man auch gleich atheistisch durch die Gegend rennen, versuchen einigermaßen ein guter Mensch zu sein und sich irgendwie durchzuwühlen und fertig. Dann braucht man keine spirituellen Angebote, ne? Ist so meine Meinung. Und ja, sind wir gerade in einer Situation mit, ja, Pandemie und ich weiß nicht was, wo natürlich die Menschen viel, noch viel 3D-iger und gespaltener sind. Weil ich sehe es als Übergang, aber als zuvor teilweise. Und ja, ich denke, unsere Aufgabe ist, diese Spaltung zu überwinden und nicht zu verschärfen. Deswegen bin ich auch gegen jede Spaltung von Leuten, die sich hier was reinballern lassen, in Armen wie ich zum Beispiel. Ich hatte da überhaupt kein Problem mit. Also mir ist immer ein Rätsel, warum so viele spirituelle Menschen sagen, ich habe dann, weiß ich nicht, meine Intuition sagt, das sollte ich nicht tun. Also meine Intuition hat ganz klar gesagt, baller dir das Zeug da rein und gut ist irgendwie, ne? Ist gut für die Allgemeinheit und aber gut, ich, wie gesagt, wir, also mein Anliegen ist, Spaltung zu überwinden und da muss man auch akzeptieren, dass andere das anders sehen, ne? Und die, ja, gut, dann überhaupt, was, weiß nicht, wie Leute sich an die Gurgel gehen aufs, im Internet gegenseitig bei dem Thema, aber okay, hat ja mit Hochschwingung auch nichts zu tun, aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. So, also es sollte Spaltung überwinden und nicht zusätzlich Angst machen. Und man liest ja momentan, weiß nicht, ob ihr sowas manchmal auch guckt, ich gucke das manchmal so, mittlerweile nicht mehr so viel, aber hab's gerne mal geguckt, spirituelle Botschaften, Channelings auf im Internet und was weiß ich. Und ja, also erstmal muss man halt feststellen, ja, es passt auch nicht immer alles zusammen. Der eine channelt das, der andere channelt jenes. Und also wenn das so eine ganz klare Botschaft wäre, dann sollte man ja meinen, das passt übereinander. Aber es passt oft nicht übereinander. Es passt oft überhaupt nicht übereinander. Und gut, ist wie es ist. Trotzdem finde ich das spannend. Das gilt für religiöse Botschaften ja auch. Also man muss sich quasi immer das raussuchen. Und da sind wir auch aufgefordert, weil Richtung 5D müssen wir immer selbstverantwortlicher werden, müssen immer mehr unser Schicksal in die Hand nehmen, müssen mehr unsere eigene Unterscheidungskraft nehmen und müssen unseren eigenen Zugang zu spirituellen Energie finden. Wir brauchen keine Mittler mehr dafür, wir brauchen keine Pastoren, Priester mehr, wir brauchen auch keine spirituellen Gurus mehr in dem Maße. Natürlich können die hilfreich sein, aber ich denke, das wird nicht mehr so benötigt werden in der Zukunft. Und da können wir uns schon mal auf den Weg machen und können sagen, hey, ja, ich gucke, was sich für mich wirklich hochschwingend anfühlt. Und das dürfen wir immer wieder machen. Und dann ist es vielleicht auch, und dann muss man eben das raussuchen aus Botschaften oder so. Wie gesagt, das gilt für Religion eigentlich genauso. Muss man das eben raussuchen, weil auch die Bibel ist sicherlich viel 3D drin. Aber nicht nur, ne? Ich meine, so ein das Gebot der Nächstenliebe, also dieses Hauptgebot, Liebe der Nächsten wie dich selbst, was schon eine unglückliche Formulierung ist. Aber egal, wollen wir jetzt heute auch nicht. Ist absolut zeitlos und ist für mich 5D hoch 100. Und ja, trotzdem sind in der Bibel natürlich auch Sachen drin, wo man einfach nur sagen muss, 3D des Grauens, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das ist 3D. Aber gut, ist das alt, ist auch wieder ein Riesenthema. Ein altes Testament, neues Testament. Whatever. Aber wie gesagt, Spiritualität ist natürlich auch, klar, da ist eben doch Ego mit drin und darauf möchte ich hinaus, weil Spiritualität ist ein riesen, ist wirklich der Endgegner fürs Ego. Es ist, also das Ego möchte sich ja immer besonders fühlen, special fühlen, überlegen fühlen. Und wie kann man das besser? Also was oder ich will es gar nicht sagen, dass das viel an euch gar nichts mit zu tun, aber es ist eine Riesengefahr, dass das ein Riesenfutter ist fürs Ego, wenn ich der Meinung bin, ich kommuniziere hier mit Engeln und dies und das oder weiß nicht, die Karten haben jenes gesagt oder ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch funktioniert, ne? Aber egal, ist gar nicht, wie gesagt, ich stecke da nicht drin, ich weiß es nicht, aber es ist ein Riesen, was worauf ich hinaus will, ist eine Riesenversuchung fürs Ego, sich überlegen zu fühlen und zu denken, boah, ich bin irgendwie besonders auserwählt, ich habe hier diesen Draht nach oben und so und ja, ich erzähle dir jetzt, wie es läuft und ja, und da sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, das kann ja jeder machen, aber wir sind alle aufgerufen als Rezipienten davon, zu überlegen, ist das wirklich eine hochschwingende Botschaft für mich und fühlt sich das richtig an, so. Und da sind wir immer fähiger, das auch zu tun, so, ne? Weil, wie gesagt, aus meiner Sicht sind hochschwingende
Energien und Botschaften sind nicht spaltend, sind auch nicht wertend. Die respektieren auch, dass wir eine absolute Freiheit haben. Jeder kann machen, was er will auf der Erde hier. Kein hochschwingendes, lichtes Wesen wird einem sagen, was hier zu tun ist irgendwie. Und sondern will sagen, hey, das ist dein Weg hier und du bist hier unten im Bodenteam. Und ja, wir können nur, was weiß ich, vielleicht die und die Ratschläge geben oder keine Ahnung. Und wie gesagt, auch unabhängig, also ich bin da selber immer so ein bisschen zwiespältig, was ich da, also ich kann mir für mich einiges vorstellen, für mich persönlich, aber wenn man das so nach außen gibt, ist ja auch nochmal mehr, muss man überlegen, ist es wirklich eine gute Sache, das nach außen zu geben, so, ne? Also ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass wir andere Hochkulturen hatten, vor denen, die wir jetzt hier haben, also dass da noch viel entdeckt wird, ich meine, dann, was weiß ich, diese Pyramide da in der Antarktis, die, was weiß ich, gibt da noch so einige andere Artefakte, wo man wirklich, ich glaube schon, da wird noch viel, wir werden auch noch viel erleben in unserem Leben, da wird noch viel rauskommen und das wird auch gut so sein, da wird sich das auch alles wieder sortieren, glaube ich. Aber ich kann nicht dahin gehen und kann sagen, also kann ich schon, aber finde ich nicht gut, kann ich dahin gehen und sagen, und den, wo so schon alle Leute so viel Angst haben, dann gehe ich raus, packe Botschaften irgendwie in auf Social Media oder so, die den Leuten noch viel mehr Angst machen. Und ich weiß nicht, viele spirituelle Kanäle gehen gerade wirklich durch die Decke und freue mich auch für die, super. Aber da habe ich auch eine Verantwortung, da kann ich nicht Sachen rausgeben, die Leuten echt total Angst machen und dann vielleicht noch sagen, ja, kauft doch diesen das Produkt jetzt hinten rein irgendwie. Also das finde ich persönlich schwierig, also jetzt das und das Produkt, um das irgendwie abzuwenden irgendwie, also natürlich völlig in Ordnung, jeder muss hier in der Dualität Geld verdienen, ne? Auch spirituelle Menschen, ich auch und Pastoren auch und Gurus auch, ne? Das ist total in Ordnung, nur ich finde es schlecht oder nicht so gut, irgendwie eine Angst zu produzieren oder zu schüren und dann daraufhin sozusagen, ja, dann hol dir doch jetzt das Angebot rein. Also das finde ich wirklich nicht gut, muss ich echt sagen. Und habe ich auch persönlich erlebt, dass mir Menschen gesagt haben, ja, du bist geimpft, du wirst wohl nicht mehr lange zu leben haben und kauf doch jetzt diesen oder jenen Tee und so, wo ich so denke, das ist echt nicht in Ordnung. Ne? Das ist echt nicht in Ordnung. Und wahrscheinlich glauben die das selber, aber da, hör mal, da muss man sich doch mal im Griff haben und muss sagen, hey, das kann man doch, so solche Sachen kann man doch nicht sagen. Also das ist, selbst wenn man es selber glaubt, also muss man doch irgendwie so einen gewissen Abstand haben, muss denken, ich kann das jetzt hier nicht rumposaunen und dann vor allen Dingen noch sagen, ja, weiß ich nicht, kauf den Tee oder kauf dieses oder jenes oder mach, ich kann dir helfen, kannst bei mir jetzt dieses oder jenes Angebot buchen. Boah, das finde ich echt schlimm und das zieht wirklich den gesamten spirituellen Bereich meiner Ansicht nach komplett runter, sowas so, ne? Und naja, also das, ich, wie gesagt, ich persönlich finde dieses, ich bin da auch so ein bisschen agnostisch, ich weiß es manchmal aber nicht, aber ich habe auch krasse Sachen erlebt, würde ich aber auch gar nicht auf die Idee kommen, das jetzt hier zu erzählen. Und ja, also wie gesagt, ich finde, man hat echt eine Verantwortung und gerade wenn man vielleicht bestimmte Erlebnisse gehabt hat, die vor allem unerklärlich sind oder die großartig sind oder bestimmte mentale Zustände erreicht hat, die, weiß ich nicht, nach einer Meditation oder ich weiß nicht was, die, ja, und klar, ich verstehe schon, das ist dann so ein Push und man verliert da ein bisschen die Bodenhaftung, aber gerade dann, weiß nicht, muss man wirklich sehen, dass man sich wieder erdet und sagen, okay, wir sind hier auf der Erde. Ich kann ja nicht einfach irgendein Zeug erzählen und Leuten Angst machen und dann damit dieses 3D-Angstfeld weiter stärken. Also das finde ich persönlich höchst problematisch. Ja, das wollte ich mal dazu sagen. Jetzt hatte ich noch eine Sache, muss ich mal kurz überlegen. Ja, und ich kann auch nicht, weiß ich nicht, das ist für mich auch immer schwierig. Das ist natürlich manchmal, wenn man so spirituellen Menschen zuhört, das ist manchmal wie so ein Märchenerzähler, ne? Ich meine, das ist immer das Problem. Keiner weiß natürlich, wenn ihr jetzt erzählt, ja, die
keine Ahnung, dieses und jenes Wesen hat mir das und das gesagt. Ja, weißt du es? Weiß es nicht, ne? Und dann kommt irgendwie eine blumige Geschichte. Nur ich muss wirklich sagen, ich meine, das sagen die Kanäle aber, glaube ich, selber, dass da immer ein bisschen Ego mit drin ist und man muss, und komischerweise sind in diesen Botschaften dann häufig Sachen drin, die diese Menschen dann auch privat vertreten, also bestimmte Ansichten, und die finden sich dann auf magische Weise in jeder dieser Botschaften wieder, wo ich auch denke, hallo, dann sag doch einfach deine Botschaften und pack die nicht bewusst oder unbewusst in Channelings rein, als wenn das jetzt so, ich habe das gar nicht gesagt, das ist irgendwie, kommt jetzt so von oben, was dann natürlich die Kirche auch viel gemacht hat, also betrifft die Religion auch. Finde ich höchst problematisch und sind zwar dann schöne Geschichten, die sich aber wiederum auch in vielen Punkten überhaupt nicht übereinstimmen zwischen verschiedenen Leuten. Und da wird wirklich viel, gerade wenn man in diesem Bereich interessiert ist, wirklich uns viel abgefordert werden da, oder wird unser eigenes System viel gefordert werden, ja, zu unterscheiden so, ne? Und ich bin nach wie vor der Meinung, wir, also vielleicht hat man als einzelne Person nur begrenzte Reichweite, aber wir als Kollektiv, wir bestimmen unsere Zukunft, die ist nicht in Stein gemeißelt. Also ich glaube schon, dass wir als Menschheit eine Entscheidung getroffen haben, dass es jetzt mal hier anders weitergeht auf der Erde und dass wir jetzt durch so einen Prozess durchgehen, der vielleicht echt schwierig ist. Aber wie das jetzt genau läuft und wie lange es dauert, das bestimmen nur wir. Da gibt es keine. Da ist nichts festgelegt und was weiß ich. Und man sollte wirklich vorsichtig sein, bevor man da so wirklich so negative Strukturen reingeht, weil ich meine, wir wählen auch so ein Stück weit unsere Realitäten. Und wenn man ständig sagt, meine Realität ist eine, wo wirklich Gloom und Doom passiert und die Welt halt untergeht und dies und auch die Katastrophe, ja, also dann wird es sicherlich nicht unwahrscheinlicher, dass das auch für einen, wie soll ich mal sagen, das hat man keinen positiven Einfluss auf die Realität von uns allen, so, ne? Hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Leute, die sich gar nicht für Spiritualität interessieren, können ja weghören. Und ich finde, man braucht es auch nicht. Man kann letztlich alles auch psychologisch herleiten und man kann super hochwertiges Leben leben, ohne jede Form von Religiosität und Spiritualität. Trotzdem, letztlich glauben wir ja immer irgendwas, auch wenn ich glaube, es gibt hier nur diese Materie, ist ja auch ein Glaube so, ne? Ich meine, das kann ja auch letztlich. Also insofern muss man einfach mit dieser Vielfalt leben. Also ich denke schon, dass da mehr ist, wir aber hier wirklich in einer kompletten Amnesie sind. Und das ist wahrscheinlich auch gerade das Geile an der Erde so, dass es hier wirklich ein absolut crazy Abenteuerspielplatz ist. Und ja, aber auch sehr herausfordernd. Aber gut, das ist eine andere Sache mit meinem neuen Buch. Es wird noch lange dauern. Aber wie gesagt, ich finde, wir haben alle eine Verantwortung und wir können nicht einfach sagen, ja, ich habe hier einen Draht nach oben und das wird jetzt passieren. Aber ich kann dir jetzt helfen, dass es nicht passiert. Puh, das finde ich schwierig. Das finde ich echt schwierig. Und das hat mich letzter Zeit echt richtig aufgeregt und aufgewühlt. Und weiß ich nicht, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. In diesem Sinne, wir werden es bald wiedersehen.